Spaß, geniale Strecke, geniale Organisation. Ich bin der Vereinsvorsitzende von dem MC-Termin. Freiwilliger Helfer und... Und morgen für das Rennen bin ich eben der Rennleiter, der für alles verantwortlich ist. Und der natürlich auch die Mütze für das ganze Rennen aufhat. Jetzt haben wir seit 2 Wochen hier gebaut. Ja, wir haben eine LKW-Reifen runtergebuddelt. Und heute ist halt... Also das Beste, was wir von Deutschland her kennen hier. Final bauen, sag ich mal, ne? Ja. Wollen wir mal sehen, wie heute das Wetter wird, ne? Den Anlieger gebaut und was sonst alles mit Händen, halt musst du mit der Hand machen, ne? Reinhämmern, Schuppen hier beim Wohnwagen, ein bisschen verstärkt wieder. Der Tag davor ist alles ein bisschen hektisch, ein bisschen übereinander, Hauptsache man vergisst nichts. Damit starten! Damit starten, die Ehren für den Club hochhalten. Das ist einfach geil, ob alles in Ordnung ist. Damit das nicht so stressig wird, sind wir heute angereist und morgen wird scharf geschossen. Ich kurz am ersten ab. Zeit ins Bett. Ja. Alleine. Alleine, ja, zu dritt. Ja, weil ein bisschen Spaß muss ja sein. Ist halt bloß so 1 Meter schmal und so leicht abschüssig. Ist nie ganz so einfach zu fahren, wahrscheinlich für manche dann. Das ist ein bisschen was gucken. Das soll ja ein Enduro-Rennen sein, das ist ja nicht Cross, das ist ja nicht nur ohne Kopf jetzt rumgasen. Man soll sich auch ein bisschen die Bahn angucken und soll ein bisschen gucken, wo es lang geht. Ne? Die Krankenschwester zur Not. Mal schauen, ob sie durchhält. Wie viele Klassen fährst du? Alle 3. Nudeln mit Gulasch. Meine Schwester hat feinsten Gulasch gemacht und dann hauen wir uns Nudeln ohne Ende rein, ja. Keiner von uns verdient hier was dran, ja. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wie gesagt, wir haben zwar ein bisschen was in der Kasse, aber das denke ich mal, das geht auch morgen alles drauf. Die Absicherung, DRK, das kostet Geld. Die Hansestadt Termin ist ebenfalls seit langem Unterstützer und Förderer des Motorsportclubs. Unter anderem mit dieser traditionsreichen Terminer Crossbahn. 10. Jubiläum ist immer was Besonderes, oder? Die Runden gehen uns zum 10. Mal, da sind wir ganz stolz drauf hier in Termin. Wir haben klein angefangen, ich glaube, wir haben mit 11 oder 12 Fahrern mal angefangen. Es war einfach, ich will nicht sagen eine Stammtischidee, sondern es war eine Idee in der Garagenparty. Und daraus ist jetzt eine Tradition geworden. Wir gucken deine Filme, mein Sohnemann guckt auch deine Filme und er liebt Jacqueline. Super, und selbst? Oh, die ersten 6. Wow, wir sind noch jungfräulich, erstes Mal dieses Jahr. Aber wir kommen von Zwickau und wir filmen uns hier quasi gegenseitig gerade. Ja. Okay, ja, hallo. Ich bin 14 Jahre alt. Wie viel? 14. 14, ja. Ja. Erste Mal machst du hier mit? Nee, das zweite Mal. Das ist hier ein Special-Moped. Ja. Was hast du dir bei dir gedacht? Hässlich. Sag mal, du hast eine Schwalbe, warum gerade eine Schwalbe? Ja, das Kohlfahrzeug des Ostens, ne? Ja, ne. Was wird Neues hier ausgedacht, ne? Ja, fährt der Papa mit? Ja, da kommt er auch. Du siehst so schön aus. 3, 2, 1. Naja, ist in der ersten Runde als letzter wenigstens durchgekommen und noch auf dem Sattel. Ist doch schön. Ja, ich habe keine Bremse mehr. Der Rahmen ist ein bisschen verzogen, wie man sieht. Tank ist gebrochen. Ohne Flüssigkeit geht nicht voran. Ne? Wie bei Menschen auch. Ne? Und machst du jetzt was dran? Jetzt baue ich mir ein anderes Moped auf, glaube ich. Vergaserprobleme, würde ich sagen. Ne? Und nun? Läuft nicht mehr. Schluss. Ausfall. Tut mir leid. Ja. Ja, nun, total Schaden. Keine Sache. Wir haben gerade gesagt, noch liege ich vorne. Ich habe 3 Runden geschafft in einer Stunde. Simmer hat nicht durchgehalten. So, leider. Das war ein hartes Rennen, aber. Ja.
Ja. Leider ist das Moped einmal ausgefallen. Ja, war anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Richtig geil. Ja. Jetzt wird das für die Klasse alles überprüft, ob das wirklich Simson Serientechnik ist und keine groß optimierten Teile. Das ist dann erst ab der 60er Klasse etwas freier. Hier ist wirklich Simson Serientechnik bis 50 Kubik. Das wird jetzt alles kontrolliert für die ersten 6 oder 5, ich weiß jetzt nicht genau, dass da niemand bescheißen kann, weil NPS hier schon einiges bringen kann an Fahrzeit bei dem Hubraum und den eigentlich unterdimensionierten Motoren. Zündung ist also ein motorrelevantes Teil. Wo es bergig ist, ne, und sehr viel Dreck und Schlamm, da habe ich dann eben ein größeres Kettenrad drauf. Ja, und ob die Kette eben lange hält und eine preisgünstige Kette da doch ist. Ne? Sonst kosten die Ketten über 50, 60, 100 Euro. Und ich möchte das alles so preisgünstig wie möglich gestalten. Ne? Und das macht eben Spaß, dann eben alles selber zu bauen und sich dann eben mit Profis zu vergleichen. Ne? Ja. Na, wir werden sehen, im Herbst werden die Küken gezählt. Zum 4. Mal, aber noch nie durchgefahren. Ist 4. Mal. Ich fahre jetzt das 5. Jahr mit. Also. Diesmal wollen wir durchhalten, unabhängig von welchem Platz. Mein Bestes zu geben. Und dann sage ich 10 Sekunden und dann gibt es irgendwann einen Knall und dann lauft ihr dann los. Wichtig ist, dass ihr als Fahrer mit beiden Händen am Lenker seid. Ob der Mechaniker hilft beim Anschieben, ist alles okay, aber ihr müsst eigentlich mit am Moped sein, um das anzumachen. Das ist der Christian. Der Möhrensaft ist alle. Ja. Zeig mal die Karte, Dani. Wasser im Luftfilter, Vergaser zu. Das ist Kolben, denke ich mal, ne? Scheibenklaue gebrochen und so ein paar andere kleine Sachen. Nächstes Jahr wieder. Oh. Oh, das ist anstrengend, oh. Fünfter Gang, ich wusste nicht, was er... Meine Güte. Aber durchgefahren. Ich bin für ein Alboro in den Blind gefahren. Ziemlich anstrengend. Durch meine Handschuhe aus. Keine Kraft mehr. Von der Wiese runter auf die Crossstrecke rauf, in Richtung Eisentor. Man hat den Lenker nicht gefasst gekriegt, die Bremse war das alles. Und das war unter anderem anstrengend. Fünften. Wie ich gesagt hatte. Und Kettenkasten hat sich bewährt, ne? Alles gehalten. Wie alt bist du jetzt? 70. Ah, wollen wir sehen, wie es läuft. Hoffentlich hält das Motorrad durch. Ich bin ja eh das ganze Jahr durch Motocross gefahren, Senioren-Landesmeisterschaft hier. Und dadurch bin ich eigentlich noch relativ fit, fitter als letztes Jahr eigentlich. So aufregend ist das. Ja, Kanone laden, ne? Je nachdem, wie das laut sein soll, aber die wollen ja was hören, die Leute hier, ne? Da ist ein Korb. Da ist er.
immer tanken, Bruder. Du bist keine Vorderbremse. Danke, Leistung. Wir hätten ja nicht umbauen können. Ja. Was ist hier passiert? Sieg hat nicht geklappt. Ja, dritte Runde bin ich gestürzt. Bremshebel gleich abgebrochen. 20 Minuten später meine Kupplung festgebrannt. Das war halt, da kann man dann halt nicht mehr so bremsen und auch nicht mehr die Kupplung ziehen, um Nachschlag zu holen. Ja. Alles total entspannt. Ja, jedes Jahr dürfen wir noch Bier trinken. Aber schmeckt wie jedes Jahr im Elf? Ja. Zum Wohl. Ach, haben wir es geschafft. Wow. Oh, war schön. Ich will noch weitermachen, Alüxen. Sag mal, willst du nächstes Jahr wieder machen? Na, das denke ich so. Noch ein 5-Jahr-Plan hängen wir dran. Echt? Ja. Dann ist fertig. Dann Digge. Jacqueline Franz. War schon geil.